Willkommen zu einer neuen Folge von The Ender Scrolls Online. Wow, mit mir, WoW-LP. So, okay. Ah, unser Heim, genau. So, jetzt müssen wir erstmal zu unserem König. Zu unserem König Vivek. Pächter gesucht. Wie viel Eisenleihen kosten? Achso, gut, das habe ich ja schon. Also, so können die zum Aussehen. Naja, mache ich mich raus, bevor ich zusammengeschlagen werde. Hier ist verschlossen. So, hallo. Nee, ich glaube nicht. Ich werde mal bloß gucken, ob ich irgendwie noch einmal neue Dinger finden kann. Irgendwelche neuen Rezepte zu. Müssen wir uns erstmal umgucken. Ach ja, wir wollen ja noch in die Kriegergilde rein. Die Kriegergilde ist erstmal noch wichtig. Da vorne ist sie. Weil die, da wollte ich ja reingehen. Magiergilde ist für mich Schwachsinn, weil ich kämpfe wirklich mehr und habe keine Mana. So, wo wir jetzt hin? Ach, da hinten. Da ist unser. Guten Tag, mein edler Herr. Zusammen die Klingen zücken werden. Nun, was kann ich euch erzählen? Was habt ihr anzubieten? Ali? Ah, gut. Hervorragend. In Ordnung. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin. Sieht alle Fährten. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre verdammten Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorströmen, um die gesamte Umgebung zu verwüsten. Schwere Kämpfe. Was erhalte ich im Gegenzug? Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Was geschah mit dem alten Gildenmeister? Gildenmeister Jofnir ist vor kurzem sehr plötzlich verstorben. Ich dachte immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben. Doch er wurde von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle. Aber Farben hat sich als fähige Anführerin erwiesen. Okay, ich bin bereit. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meinen Kameraden in der Kriegergilde willkommen heißt. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Mach ich. So, wir sind jetzt in der Kriegergilde. Geil, einmal. Yay. So. Ah, Kamerad der Kriegergilde. Geht's denn hier raus? Ach, das waren noch die Magiergilde. Ich kann wohl beiden Gilden beitreten. Okay, das ist komisch. Willkommen in der Gildenhalle, Wissenssucher. Was bringt euch heute hier? Was könnt ihr mir über die Magiegilde erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an. Um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Was erhalte ich im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Ich bin bereit, der Magiergilde zu beizutreten. Ihr seid jetzt ein Student der Magiergilde. Jedes Buch, das ihr findet, wird ab jetzt euren Ruf in der Gilde verbessern. Okay. Bin ich immer noch in der Kriegergilde? Das ist mir jetzt ein bisschen suspekt. Ach, ich kann in beide Gilden eintreten. Da brauche ich Rang 2, dann mache ich diese Passiv. Okay, also das ist mir neu, also ich kann beide gegen beitreten. Geil. Bücherregal durchlesen.
Okay, viel zu viel Text. Mache ich mich erstmal nach dem Vivek-Palast. Da müssen wir auch mal hin. So, einmal raus. Da, Sonne. So, dann müssen wir mal gucken. So, mal schnell gucken. Hier ist ja mein Apartment. Hier müsste ich noch hin. Hier müssen wir als erstes hin, genau. Klasse, also das wusste ich nicht, dass ich beiden Gilden beitreten kann. Wow, ist der groß. Verlasst. Nee. Ah, ich bin auch genial. Ach komm, dann spring mal runter. Zack, geschafft. Kein Leben verloren. Geil. Es gibt einen. Okay. Mal gucken. Was ist das? Ein Schrein? Liverpool. Also müsste ich spenden. Mal später eigentlich genügend, oder? Wie viel Kohle habe ich denn? Oh. Ordinator. Was hast du für bescharte Sachen gemacht? Soll ich dich gleich umlegen? Reise T-Pack. Wir sind im Palast. Jetzt müssen wir einfach mit Vivek sprechen. Ne? Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Fürst Vivek, wir brauchen die Hilfe dieses Fremdländers nicht. Oh, seid still, Erzkanoniker Tamos. Fremdländer haben ihren Nutzen und dieser interessiert mich. Wie ihr wünscht. Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Tretet vor, Freund Levus. Lasst uns reden. Mein Fürst. Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländer? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger, gewaltige Armeen von Anhängern und ergebene Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden. Natürlich, Fürst Vivek, ich kann euch eine unmittelbare Sicht der Dinge bieten. Gut, ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen, das der Ahnung zufolge tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Tamos kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Als ich ankam. Die dädrische Fürstin. Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der rote Berg. Seltsame Dädra. Und dann wäre da. Nun unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückgeht. War das, was die Ahnen gesagt hat, hilfreich? Levus Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist. Was den Rest angeht. Lass den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Ich glaube nicht, dass mir Erzkanoniker Tavus in meine Hilfe will. Leb wohl, Fürst Vivek.
Mann, wo das jetzt ein Gespräch? So, spricht mit Erzkanoniker Paulus. Oh Mann, jetzt müssen wir erstmal da hin. Das ist alles kein Problem. So. Ich hab keine Ahnung, wo er jetzt ist. Ach, da ist er ja. Der hat aber einen weiten Weg. Schönen guten Tag, mein Herr. Was Vivek meint, es müsste ein Hellsicht-Ritual durchgeführt werden. Ja, wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich lausche. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen. Geht zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Warte zur unvollendeten Stufenpyramide, gehen den Segenstein holen und euch in Viveks Palast treffen. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut, nur zu. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Vivek erwähnt den Roten Berg und Daedra. Meint ihr, es gibt eine Verbindung? Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Daedra ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung aus dem Ruder gelaufen. Lebt wohl. So, ja. Jetzt müssen wir das Ritual machen, alles. Wir sehen schon holen. Ja, gut. Für eine Folge ist ja viel los. Ja, da beende ich die heutige Folge von Dinosaurs Online. Bis dann, euer Marvel P. Ciao.